Servus und grüß euch zu einer weiteren Folge Let's Play Landwirtschaft Simulator 22 hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich würde jetzt gerade mal gucken, wie es denn da drüben so läuft. Und dann habe ich gesehen, dass der das auch in den Seilen hängt. Dass man also mal jetzt manuell einmal aus der Sache einmal rausfahren und dann kann ich sie auf den Weg machen. Gut, die da herum dann auch. Das heißt, was heißt die da herum tun auch? Jetzt warte mal, jetzt wollte ich gerade mal noch nachschauen. Weil das ganze Zeit des Rätsels Lösung war ja eigentlich immer, oder die Frage war ja immer, Maisgebiss, aber da haben wirklich zwei da, gell? Alles passt schon. Alles da, dann haben wir da einmal die alle Kleinen beseitigt. Dann können wir da mal weitermachen. Ich glaube, wenn wir mit dem Feld fertig sind, dann werden wir den Rübenernter auf Feld 2 aussetzen mit dem Autodrive und einen von den zwei als Abfahrer einsetzen, weil wir, es ist ja auch nicht weit zum Silo, aber genauso bei Feld 3, wenn wir unseren Mais abernten, haben wir ja auch nicht weit zum Silo. Da glaube ich, kämen überall mit schön mit einem Anhänger aus und das passt dann schon. Das heißt, ich muss jetzt direkt einmal nachschauen. Kann man eigentlich auch mit den. Na? Das sind die Strautmann, die wir jetzt haben. Ladewagen. Mit den Ladewagen kannst du aber kein. Kann man nichts anderes fahren. Da kannst du nur Gras, Heu, Stroh. Was ist denn das andere wieder? Die Frucht geänderten Dinger da, das ist ja schon ab und zu mal so. Was war denn das andere da gerade? Hargott, Margott. Silage. Ja, wir können mir nichts von dem Zeug fahren, was wir brauchen. Macht aber nichts, passt schon. Aber ich glaube, das ist auch eine gute Einteilung. Auf die zwei dann. Dort ist der Lindtrag eh gleich da unten. Wenn wir die Kurven fertig haben, dann werden wir mal die Heuballen gleich ausladen. Naja, es wird. Vielleicht haben wir nicht mehr. Hui ist nimmer. Das passt. Das nennt man Timing. Ups. So, Ballen entladen. Da haben wir jetzt bei dem Auftrag 20%, übrigens 20%.
8%. Weiter 60% haben wir an den geliefert. So, dann stellen wir die jetzt trotzdem gleich wieder mal Feld 31 ein. Bis das Pickup um hat, oder sonst schlimmert es da wieder. So. Das heißt, du hast deine Arbeit erfolgreich abgeschlossen, sagst. Müssen wir den Rest noch machen. Schauen wir mal, wie der Ickerl da noch umeinander liegt, siehst du das? Aber sonst sauber gemacht, würde ich sagen, ne? Voilà. Ah, beim Mähen wieder nur Steine stehen lassen, nehme ich, glaubst du sicher. Bei der vorgegebenen Runden vielleicht nicht ganz sauber erwischt wahrscheinlich. Gespannt, ob wir noch einen Wurzel rausbringen. Sieht schon einigermaßen sauber aus, sehr schön. Geht sich keiner mehr aus, glaube ich. Da glaube ich, kriegen wir keinen mehr aus. Der hängt schon wieder bei der Einfahrt, wenn ich es richtig gesehen habe. Zuerst hängt er bei der Ausfahrt, jetzt hängt er bei der Einfahrt. Müssen wir da nochmal vorfahren. Nichts mehr, glaube ich. Nein. Das heißt, der kommt auch wieder zurück auf den Hundeplatz. So, 10 Nummern weiter auf für Abfahrerfeld 41 und ab die Maus. Und wir schnappen uns den Burschen da von der Einfahrt. Die Kurve nicht ganz gut. Ich krieg die Kurve nicht. So, das müsste aber jetzt ausgehen. Das tut auch schon wieder da weitermachen. Der Umlauf da ist, oder? Schaut gut aus. Dann da ist so, Peilung verloren. Da haben wir.
es da wieder weitergehen. Das passt aber, ich glaube, mit die beiden Drescher, weil die eher zum Reparieren und zum Tanken sind. Die nämlich, so wenn man es zuckt, dann muss man es reinigen, können wir es reparieren, tanken und dann auf einen neuen Kurs schicken. Ich glaube, dass wir unter dem anderen Hallen doch eh noch Platz haben dafür. Ich bin mal gespannt, aber so aus dem vorne mit Rib, das hat jetzt, also aus dem vorne Ding, das hat jetzt die letzte Zeit nicht so hingehauen mit Abtanken. Da ist jetzt meistens der Herkämmer und dann hat er sich verfahren und wieder neu angesetzt. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich hätte halt das Ding gerne leer, bevor wir vorne die Wände fahren müssen. Mag er irgendwie nicht. Kommt da unten wahrscheinlich her, ne? Jetzt möchte ich bleiben, weil es wieder nicht rausgeht, gell? Kim Schatzi. Abfahrer gewechselt, gell? Mach dann noch gerade Pause. Morgens halb 10 in Deutschland, da hat er mich eingelassen, aber morgens halb 11 in Deutschland. Na, am Knobbers kommt da noch Schniggers für die Divas. Sammelt noch da drüben, wenn ich es richtig sehe. Lauft aus. Schaut gut aus im Moment. Ich muss mit diesem Motor mal sagen, wo man jetzt sieht, wie voll das die ganzen Fahrzeuge haben. Aber dann wird es, glaube ich, unübersichtlich am Dashboard. Immer beiseite fahren, dass man den Weg steht. So ein Sojabönchen eigentlich für einen Preis. Oder wann ist ein Best Price für Sojabohnen?
Juli. Gut, das dürfte noch länger im Tank bleiben. Bis zum Ende und dann schauen wir mal, wie weit das der Ball uns haben. Da haben wir 130 durch. Also kannst du die Aufgaben wegschalten. Warum ändert das dann das Düngen, was du Lieferung und Transport hast? Das ist aber auch lustig. So bei Sonnenblumenöl habe ich wahrscheinlich nicht. Ach, das passt doch genau schon, ja. BGA Südwalke, Transportstellung. Außen da. Jetzt schauen wir trotzdem mal, was da oben ausschaut. Das passt. Dann geht es bei uns gleich weiter munter. Ein paar Bahnen noch und dann haben wir fertig. Jetzt schnell, das haben wir noch. Ich darf nur gute 10 Bahnen sein, ne? 8 mindestens. Ja, wenn wir da fertig, dann haben wir wieder einen Haufen. Dann lassen wir die Zuckerschnäuzchen da nochmal antanzen. Dann kommt, ich glaube schon, dass die Zucker immer mal Kartoffeln und Knadoffeln fertig. Keine Kartoffelchen. Gibt's ja gar nicht. Keine Kartoffeln. Schauen wir mal, schaut's denn dort, da sind Zuckerrüben. Also schauen schon Zuckerrüben. Am nächsten Ding müssen wir machen. Was haben wir denn bei Großes noch drin? Da sind schon einiges an Feldern. Aber haben die abgeernt, das kann auch sein, was ist denn auf der 65 drum? So ein 65er für einen Feldstatus. Gar kein. Gegrubert. Ja, mal schauen, was da als nächstes aussteht. Alles 17, 19, da kommt ja einiges. Das sind auch, glaube ich, zu gut im Felder für uns. Aber die brauchen wir für BG aus. Naja, da bleibt schon einiges wieder übrig für uns. Wir sind auf der 66 und das ist auch ganz schön großes, ein schön großes Feld des Mais. Oh ja. Haben wir aber noch nicht drin, gell? Nein. Oh, jetzt haben wir nur Mais, glaube ich, gell? Und eins für uns. Oh, das passt ja hervorragend. Jetzt haben wir Auftragsarbeit.
Aber ich glaube, wir haben eine gute Erfolge auch da auf dem Feld beschäftigt, wenn es gelungen ist. Apropos nächste Folge, das passt jetzt schön wieder auf die Wände, hier der Lösung. Dann macht es gut. Ich hoffe, dass euch das die Folge gefallen hat. Mal wieder einiges geschafft. Und dann schaffen wir weiter in der nächsten Folge der Lösung. Bis dahin wünscht euch der Maverick natürlich wie immer alles Liebe und Gute. Bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern, wie ich immer wieder sage. Und in diesem Sinne, empfiehlt euch und einen schönen Tag noch.